Ah, da kommt er ja. Hauptsache, du lässt dir ein bisschen Zeit. Rex. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ja, bitte, warum nicht? Ich hatte ja sonst nichts anderes zu tun gerade. Keine Ursache. Du bist ebenso gütig wie mutig. Ich bin ebenso mutig wie immer. Gütig, genau. Ich bin dir sehr dankbar. Das will ich auch möchte, hoffen. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ist vielleicht besser. Ich gehe zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Radio. Der Vorhang fällt. Was stand da gerade? Strong ist... der Menschenliebe mit Strong. Ja, ich halte mein Versprechen. Natürlich. Gut. Strong gehen mit Mensch. Anscheinend habe ich dir Mensch ein Versprechen gegeben. Strong finden Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Okay, Strong. Scheint, als wärst du jetzt dran, mein riesiger mutierter Freund. Wiedersehen, MacReady. MacReady. So, MacReady geht nach Sanctuarium Hills. Und anscheinend habe ich jetzt den guten Strong am Hals. Nicht wahr, Strong? Anscheinend habe ich dir irgendwas versprochen und das muss ich jetzt einhalten. Ich weiß nicht, was ich dir versprochen habe, aber... Hey. Strong hören. Übrigens, ich habe da so Sachen gefunden. Reginalds Outfit, das brauche ich ja nun eher nicht. Hier, so eine schwere Supermutantenrüstung. Und so eine Beinrüstung. Supermutantenbeinschienen. Supermutantenschrottrüstung. Kannst du alles haben, du bist ja ein Supermutant. Ist das gleiche. Zieh mal an. Ah, jetzt hast du voll die Rüstung an. Guck mal, Junge. Ist das nicht geil? Hey. Sollen Strong was kaputt hauen? Nee, ich wollte nur mal nach dieser, Was denkst du, wie es so läuft? Milch der Menschenliebe. Strong, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Ja, aber... Was ist die Milch der Menschenliebe? Suchst du Sperma oder was ist los? Was denkst du über unsere Beziehung? Wie andere Menschen. Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Okay, schlau, aber schwach. Da kann ich mit leben, würde ich sagen. Wo gehen wir denn jetzt hin, mein gefiederter Kollege? Da ist noch ein Gebäude. Wenn ich in die Richtung schaue, da möchte ich eigentlich gerne hin. Schau mal, da. Da ist ein Gebäude auf meinem Radar. Da links ist auch ein Gebäude, aber da war ich schon, oder? Nein, da war ich auch noch nicht. Oder doch? Nein, hier sind mehrere Gebäude. Und Gebäude esse ich sehr gerne. Welches nehme ich denn jetzt zuerst? Und hier ist wieder wilde Schießerei. Ja, ja, niemand besiegt Strong, ist klar. Wer schießt hier und wo und warum? Niemand, hier ist überhaupt niemand. Ich schieße nur euren ganzen Scheiß zu Klump. Scheiße, was war das? Was wird da rumgeballert? Scheiße, nein. Raider. Leighton Towers. Aha, aha. Finden und hauen tot. Ja, mach mal. Raider Glinder. Was? Guter Kampf, Mensch. Strong beeindruckt. Jeder Kampf, den ich vollziehe, ist ein guter Kampf. Du solltest grundsätzlich von mir beeindruckt sein. Einfach nur so rein prinzipiell schon. Würde ich mal sagen. Gut, in die Gebäude kommen wir nicht rein. Hier auch nicht. Da ist offenkundig eine Tür. Das ist ja schön. Dann mach's auch ein 101. Mal. Leighton Towers. Wir gehen mal rein und knallen alles über den Haufen. Das scheint mir der absolut richtige Weg zu sein, um diese Situation aufzulösen. Alles über den Haufen schießen. Was sagst du dazu, Strong? Strong sieht das wahrscheinlich so ziemlich genauso. Ich habe was gehört.
Ja, mich hast du vielleicht gehört. Oh, guck mal, Fusionskern. Vielleicht enthält der die Milch der Menschenliebe. Saug mal einen aus. Wer ist da? Da ist nichts mehr. Was bist du denn? Keine Ahnung, was. Ich glaube, du siehst Gespenster. Hey, wer ist da? Du bist sowas von tot. Echt? Mach doch mal die Tür auf. Ach so, mach das schon. Ja, das war schon ein bisschen lustig. Da muss ich dir recht geben. Steht da blöd vor der kaputten Tür rum und rennt dagegen. So ein Trottel. Oh, warte. Das nukleare Material wollte ich beides mitnehmen, nicht nur eins. Und bei der Gelegenheit nehme ich auch gleich wieder irgendwelchen Müll mit. Ach, die wieder am Rumschreien hier. Die sind fast so schlimm wie die Supermutanten. Mit ihrem Rumgedisse über die Entfernung. Geschafft. Dabei wissen sie doch so gut wie ich, dass ich erstmal alles durchsuchen muss, bevor ich mich um sie kümmern kann. Das würden sie doch genauso tun. Strong hat das nicht gefallen. Wie, was? Dass ich das Schloss geknackt habe, hat ihm nicht gefallen, oder was? Na, das ist ja ein guter Anfang, Strong. Was gefällt dir denn im Gegenzug? Das würde mich ja schon interessieren. Den Aufzug kann ich auch... Ich gehe erstmal die Treppe, glaube ich. Den Aufzug nehme ich am Montag. Hallo? Hier, warum liegen hier nur Leichen rum? Beziehungsweise genau eine Leiche? Ah, eine Überdosis eventuell. Das könnte natürlich sein. Liebe Kinder, nehmt keine Drogen, da kann man nämlich überdosieren. Und dann ist man voll kaputt. Also im Arsch. Wenn man die Überdosis ist. Au! Blöde Geräusche. Das sind in der Tat blöde Geräusche. Diese Schussgeräusche immer, ne? Super blöd. Doch, wie viele von euch sind denn da? Geht mir doch nicht auf den Keks. Ist hier irgendwo ein Nest oder so? So, nukleares Material. Ja, bitte. Eiskalte Nuka-Cola aus dem warmen, lummerigen Schimmelkühlschrank. Mmh, lecker. Du musst es unbedingt den Helden spielen, was? Ich spiele den Helden nicht, ich bin der Held. Großer Unterschied. Wer ist da? Nichts und niemand. Ist hier wer in der Küche? Hm, leckeres Speiseöl. Das ist sicher nicht ranzig nach 200 Jahren. Ich sehe schon Geister. Jemand da sein? Was zum Teufel war das? Oh, da ist ein Scharfschützengewehr. Wer hat das denn hier liegen gelassen? Ray Harvey aus Lee Harvey Oswald von Ray. Nächstes Mal besser kämpfen. Guck mal, da ist einfach der Kopf abgefallen. Grausig sowas. Das ist bestimmt eine ganz schwere Krankheit, cool, wo einfach zwischendurch der Kopf abfällt. Naja, offensichtlich eine schwere Krankheit. Eine leichte Krankheit ist es nicht, wenn der Kopf abfällt. Glaube ich. Terminal-Grafikkarte, die nehme ich auch was mal mit. Man anständig zielen, du Anfänger? Ja, ist gut, ich ziel ja anständig. Wenn du unbedingt willst, ich hätte jetzt absichtlich daneben geschossen, aber wenn du drauf bestehst, ziele ich natürlich anständig. Oh, guck mal, wir hatten deine Billardkugel in den Schädel gerammt. Arr, das ist mein Glasauge. Da ist nichts. Sind immer noch welche am Rumkreuchen und Fleuchen. Ich kann sie nur noch nicht sehen. Wahrscheinlich muss ich weiter die Treppe hoch. Hey da, wer kreuchet und fleuchet denn hier? Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ja, ich auch. Total. Wo ist Strong? Strong? Ich will zu sehen von ihm. Strong, ich muss mal ganz kurz dir einen ganz wichtigen Befehl geben. Moment, das ist super wichtig gerade.
Was? Den kannst du nicht aufsetzen? Och Mann, ich wollte dir den geilen gelben Filzhut aufsetzen. Und es geht nicht. Och, schade. Kannst du überhaupt irgendeinen Hut aufhaben? Oh, shit. Jetzt bin ich da aus Versehen ein bisschen runtergefallen. Warte, ich komme wieder hoch. Strong, warum kannst du denn den Hut nicht aufsetzen? Das wäre super lustig gewesen. Für 3 Sekunden. Aber es wären 3 super lustige Sekunden gewesen. Manno. Ja. Wahrscheinlich ist sein Schädel einfach zu groß für normale Hüte. Ich kann es auch verstehen. Er hat ja einen ziemlich großen Schädel. Glaube ich. Wo ist er denn? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Oh, ein Drogenlabor. Nur für mich. Oh, es klang, als würde ich gerade angegriffen werden. Aber ich muss jetzt ganz dringend erstmal hier das Ding aufknacken. Schön. Und ja, krieg voll einen vor die Fresse. Aua, musst du mich mit dem Kreuzschlüssel hauen? Es gibt Verletzungen, Junge. Scheiße, das sieht lustig. Mit dem halt aus. Okay, man kann auch in einem alten Aufzug irgendwie schlafen. Inzwischen alles nach Schritten. Besonders die Schritte klingen nach Schritten, das kenne ich. Altes Problem. Da oben, ich habe dich gesehen. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Ich hab dich gesehen. Ich weiß, dass du da bist. Ich komme hoch zu dir und esse deine Kinder. Wenn du welche hast. Ich muss aufhören, so zu sprechen, weil das super nervig ist. Du schreien! Schreien um wertloses Leben! Alle tot! Strong sein Sieger! Ja, genau, Strong, du bist der Sieger. Natürlich nicht ich, der alle getötet hat, sondern du bist jetzt der Sieger dieser Angelegenheit. Na klar. Hauptsache, du hast ein großes Selbstbewusstsein. Du hast überhaupt gar nichts gemacht. Ich hätte auch ohne dich alle platt gemacht. Aber nett, dass du hinter mir herstapfst. Wie so ein Weihnachtsmann auf Welttournee. Anscheinend gehen wir wieder raus nach Back Bay. Und gucken mal, was da so in der Bucht rumflotiert. Bestimmt noch ein paar Raider, die auf dem Dach hausieren. Aber den werden wir schon zeigen, wo der Frosch seinen Föhn hat. Oder so. Erstmal den Kühlschrank raiden. Oh, da ist ja gar nichts drin. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja, da sein. Das hatte ich gehofft, da wäre noch ein Glas Lieberwurst oder so. Oh, der ging aber schnell kaputt. Ich werde dich finden. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, mich zu finden, wenn wir uns direkt gegenüberstehen. Ja. Das ist nun offensichtlich, dass er verliert, weil er in seine Einzelteile zerfallen ist. Das ist das Merkmal eines echten Verlierers. Kann ich da noch irgendwie... Wo sind die Überreste alle hin? Hier sind nur 3 Fleischklumpen. Würde ihn gern... Wo sind der Rest des Kadavers? Ach, da! Den sieht man nur nicht. Der ist gut versteckt. Das ist ein Tarnkadaver. Wie so oft. Was habt ihr hier sonst noch Schönes? Einen Aufzug hätten die auch gehabt, draußen am Haus. Ja, warum sagt ihr mir das nicht gleich? Wenn ich mir den Weg hier... Oh, guck mal. Das sind die Alien Submutanten auf der... Submutanten auf der Terrasse da unten. Aber denen zeige ich hier, was abgeht. Und ich würde mal sagen, ich nehme da den Aufzug nach unten und gehe nicht mehr durchs Haus. Den muss ich natürlich erstmal rufen. Surr, 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 surr. Alles surrt und surrt. So, ab nach unten. Jawohl. Hervorragend. Oh nein, eine Mine. Das hätte übel enden können. Hier für Überreste. Ich habe hier einen Geschützturm. Ach, der da oben drauf stand. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. Kurzer Blick auf die Karte. Hier war doch noch irgendwas, wenn ich mich in die Richtung drehe. Ja.
Und noch eine Mine. Natürlich. Oh shit, der Truck explodiert gleich. Wo ist Strong eigentlich? Der hat sich wieder verpisst. Der hat sich natürlich wieder verpisst. Der soll mal ruhig seine Milch der Menschenliebe erstmal trinken. Da bist du ja. Na? Glas Milch. Das ist nicht das Gebäude, wo wir gerade die Supermutanten von weggeschossen haben. Ich glaube ja. Wilson Atomatoys Firmenhauptsitz. Geil. Ich mag Firmenhauptsitze. Aus irgendeinem Grund. Oh, das ist eine Mine, das ist eine Mine. Oh, ich wollte sie entschärfen. Ich wollte sie noch entschärfen, aber ich war einfach zu langsam. Ist hier auch irgendwo ein Eingang, wo wir in das Gebäude hineingehen können unter Umständen? In diesen leckeren Firmenhauptsitz? Ah! Au! Mist, leer! Strong, möchtest du mich vielleicht unterstützen? Nächstes Mal besser kämpfen. Ja, genau. Du könntest mir auch helfen mit einer Fernkampfwaffe zum Beispiel oder so. So. Wir gehen mal in den Firmenhauptsitz und gucken mal, wo wir uns da hinsetzen können. Weil ist ja ein Hauptsitz. Da muss ja ein Sitz irgendwo sein. Eine Sitzgelegenheit liegt ja im Namen, ne? Das weiß niemand so genau. Das warst du beim Schmelzen. ID-Kartenleser? Wie toll, wie er sagt, hierher, Mensch, als wäre ich eine Katze. Zumal Katzen auch sowas ja auch nicht hören. Ich schieße immer fast aus Versehen auf Strong, weil ich denke, oh Gott, Supermutanten schießen. Aber es ist natürlich Strong. Mein netter Kollege, der die Milch der Menschenliebe sucht. Wer ist da denn explodiert? Oh, das war jetzt hilfreich, die Tür zu öffnen. Zeug. Menschen nennen Unordnung. Nein, ich nenne es nur Zeug. Was war okay, das? Da kommen wir Welt in Etage nach oben. Ich will. Wer von euch ist Strong? Ach so, der mit dem Hammer. Strong hat erst angefangen. Oh nein, guck mal. Arme Verkäufer. Oh, arme Zivilisten. Die tun mir immer sehr leid. Die können ja gar nichts dafür. So Raider oder so, die tun mir gar nicht so leid, weil das voll die Arschis sind. Aber so normale Siedler? Naja. Naja, wir können nichts mehr daran ändern. Naja. Oh, Kronkorken. Okay. Giddy up Buttercup. Hallo? Darf er sein? Ich glaube, hier wurden Giddy-Up Buttercups hergestellt oder zumindest gelagert. Du dich so viel bewegst. Es gibt zuhauf von denen, nur brauche ich die, glaube ich, gar nicht alle. Was? Wieso? Ach du! Verstecken, kleiner Mistfink. Ich verstecke mich gar nicht und Mistfink verbitte ich mir. Das wird ein guter Kampf. Mistfink, also ich muss doch sehr bitten. Sind das für Ausdrücke, die man hier an den Kopf geworfen kriegt? Ich höre immer noch laute Schritte und weiß nicht, ob die jetzt von Strong sind oder von feindlichen Supermutanten. Ich weiß es aber nicht. Oh, ein Blutsack. Kann ich nicht transferieren? Nee, ich kann nicht transferieren. Ich muss das so nehmen. Bitte, von mir aus. Leckerer Blutsack, ob der wohl noch Blut enthält? Gut, wir nehmen den Umweg durchs Klo, natürlich. Ja, lass deine Emotionen raus. Deine Emotion ist Wut. Alles in Ordnung, mein Freund.
Wut, Wut. Ja, ja. Leerer Wutsack, den nehmen wir natürlich auch mit. Huch. Vorsicht, Mensch. Ach, da oben irgendwo, oder? Gut, zerschlagen. Machen wir Platz, Strong. Ich muss auf den schießen. So. Der Nächste. Der ist kaputt gegangen. So wie es geplant war. Ach, guck mal, hier werden wir über diesen Fahrstuhl hochgetroffen. Da oben ist ja noch jemand. Aber ich muss mal eine Runde nach oben. Wer da sein? Ich habe gar nicht vor, um Gnade zu schreien. Die verlangen immer Dinge. Marks Warnung. Wird hier vor Supermutanten gewarnt, oder was? Verdammt, Nate, wo bist du? Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder, um den Zeitauftrag noch zu retten. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand herausgefordert. Ich musste ihn feuern. Wie siehst du das, Nate? Stehst du hinter mir oder hinter ihm? Ich will, dass du Montag um 9 bei mir im Büro bist. Was war das denn? Er stand da einfach nur rum. Über deine Kündigung. Ist deine Entscheidung. Okay, da sind aber nette Dinge am Laufen. Wilson Automatize ID-Karte, die brauche ich. Buttercup-Absatz. Paula, Mark will, dass die Verkaufsprognosen für das vierte Quartal nochmal nach unten korrigiert werden. Hast du noch Zugang zu den Aufzeichnungen? Schau mal, was du da tun kannst. Es ist wohl egal, wie hoch die Zahlen sind, solange es sein neues Projekt gut dastehen lässt. Bleibt es beim Treffen am Freitag? Nate. Ich weiß nicht, was beim Treffen am Freitag bleibt. Wir müssen aber nochmal hier in das Terminal reingucken.